Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde der Flugzeugsimulationskunst. Wir befinden uns heute wieder in X-Plane 12. Wir befinden uns wieder im wunderschönen Innsbruck. Und mitgebracht habe ich euch heute ein weiteres Prachtstück, und zwar die Cessna 172M von Suranda Design. Das ist ein weiteres Flugzeug der Dynamic Generation Series. Und ich habe mir gedacht, die schauen wir uns heute mal an. Und da ist sie auch schon. Ne? Es ist wieder alles an Bord. Wir haben wieder 8K-Texturen. Wir haben wieder die Dynamic Liveries und was alles dabei ist, was praktisch typisch für diese Dynamic Generation Series ist. Schauen wir uns heute mal an. Ja, und hier ist das Flugzeug. Ich habe es mal in so einer schönen, ja, so weinroten Lackierung. Die hat mir sehr gut gefallen. Die habe ich mir erstellt und ja, das ist so das Flugzeug, wie wir es vorfinden. Ne? So eine normale Cessna. Schauen wir mal drum rum. Also ich würde sagen, Suranda typisch wieder ein sehr solides Modell, gut texturiert, ne? Es ist alles dran, auch wenn wir hier vorne mal schauen, sieht alles ganz gut aus, ist ein bisschen clean Delivery, ne? Aber ich glaube, hier unten haben wir so ein paar einzelne Schmutzspuren sind schon da. Naja gut, ich weiß, ich achte da immer ein bisschen drauf, für mich gehört es halt ein bisschen dazu. Es sei denn, das Flugzeug kommt gerade aus der Waschstraße oder aus dem Werk. Ja, und ich würde sagen, also Modell zu 100% getroffen. Ne? Es gibt ja mehrere Cessnas 172 schon für X-Plane 12, beziehungsweise auch für andere Simulatoren. Und ich würde sagen, die hier stehen den anderen in gar nichts nach, also gar nichts. Und es ist wieder ein F-Mod-Soundpaket an Bord. Also der Sound hier ist wieder der absolute Hammer. Suranda typisch. Habe ich da bis jetzt noch eigentlich keine schlechten Sounds gehört. Das ging alles vollkommen in Ordnung, vollkommen fit. Ne? Ja, und hier, wie gesagt, in Innsbruck, schönes Wetter. Ich habe reales Wetter zum Download eingestellt, aber irgendwie scheint es heute nicht so richtig zu funktionieren. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich hier in Nähe Paderborn ist es bewölkt und Download reales Wetter macht mir einen blauen Himmel. Naja, also meistens klappt es zumindest, aber das ist jetzt nicht weiter wichtig, das ist egal. Ja, so finden wir die Cessna vor. Wir haben ein bisschen, wie ich sehe, eine grüne Innenausstattung. Naja, gut, das ist jetzt mal was fürs Auge. Ja, hier das Suranda-typische Menü. Das kennt ihr ja schon, das haben wir jetzt in den letzten Videos schon öfters gehabt. Hier nehmen wir schon mal unsere Covers weg und unsere Tie-Downs nehmen wir hier alle weg. Und hier können wir wieder die üblichen Sachen einstellen. Also das, was wir uns auch schon alles mal angeschaut haben. Hier habt ihr wieder die Liveries, die ihr euch erstellen könnt. White and Balance haben wir dabei. Da sitze ich selbstverständlich wie immer alleine drin. Der Sprit hier reicht jetzt dicker aus zum Starten. Kamerapunkte sind auch wieder an Bord. Typisch, wie wir es kennen. Schön gemacht. Ja, und hier können wir genau uns nochmal das Modell anschauen. Also das ist auch sehr gute Spiegelung, gut texturiert. Finde ich jetzt keine Schnitzer, aber das habe ich bei Suranda Design, wie gesagt, bei den Flugzeugen auch noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ne, also geht wirklich vollkommen fit. Ne? Schauen wir uns nochmal die Flaps an, ob alles in Ordnung ist. Es darf nichts beschädigt sein. Pre-Flight-Check, alles ist easy, alles ist gut. Audio-Einstellungen, hier müsst ihr wahrscheinlich mal ein bisschen rumspielen. Ich hoffe, es wird dann nicht so laut sein von den Motorgeräuschen, weil hier hatte ich tatsächlich die externen Geräusche zu übersteuert laut. Da kann es sein, dass ihr da mal ein bisschen rumspielen müsst. Müsst ihr dann für euch so ein bisschen da die richtige Einstellung finden. Ja, hier könnt ihr natürlich noch verschiedene Panels einstellen. Verschiedene Presets sind wieder vorgegeben, auch mit so einer schönen Holzverkleidung. Vielleicht können wir gleich von drinnen nochmal schauen. Ich persönlich nutze es jetzt nicht so. Mir ist das eigentlich so ziemlich das Standard-Panel, was vorgegeben ist, finde ich eigentlich am besten. Und hier haben wir noch die üblichen Sachen halt. Ne? Die Tires, ob wir die Regular Tires haben wollen oder die Tundra Tires. Ne? Aber diese fetten Dinger brauchen wir jetzt hier nicht in Innsbruck. Warum auch? Das Joke, das Classic oder das Moderne. Ich habe mal das Classic, gefällt mir auch ganz gut. Und praktisch Pilot, männlich oder weiblich. Ja, das alles, was ihr halt schon kennt, ne? So Suranda-typische Sachen. Gut, ich würde sagen, schauen wir mal rein ins Flugzeug.
Das war falsch. Hier sind wir jetzt richtig. So, das ist die Cessna von innen. Und was uns natürlich gleich wieder auffällt, sind gestrungscharfe Texturen. 8K-Texturen. Also wie gesagt, ihr könnt so nah ranzoomen, wie ihr wollt. Das sieht alles... Da wird nichts pixelig oder matschig. Das sieht alles sehr gut aus. Ne? Schaut euch das an. Also ein hoher Standard, ein hohes Level an Details und Texturverarbeitung. Gut, das Panel hier, finde ich, ist ein bisschen clean. Aber mein Gott, vielleicht ist es auch so. Ne? Das Grün ist ein bisschen Geschmackssache hier. Ich finde es nicht schlecht. Ne? Und auch hier, wie gesagt, die Texturierung, die zieht sich echt durchs ganze Flugzeug. Ne? Durchs ganze Flugzeug durch. So wie man es halt von Surrender kennt. Ja, Fenster können wir auf und zu machen hier. Ne? Wir können die Türen öffnen. Funktioniert alles. Da drüben genau das Gleiche. Und wenn wir jetzt mal weiter ins Flugzeuginnere schauen, ne, quetschen wir uns hier mal durch. Ich hoffe, das ist hier kein Aschenbecher. Ne, das geht auch nicht auf. Ne, und hier hinten, ja, hier, ne, also das ist schon gut gemacht. Ne, so ein, man sieht, das ist schon ein bisschen älteres Flugzeug. Da sind schon ein paar Abnutzungsspuren dran. Da hat es schon mal ein bisschen gescheppert. Ne. Das, so finde ich das halt in Ordnung. Und auch hier oben, ne, also komplett der ganze Innenraum, finde ich, ist richtig... Hat man sich richtig Mühe gegeben, man hat nichts geschlammt, ne, man hat nichts hingeklatscht. Es ist alles gut texturiert. Eins wollte ich noch gucken, was mir immer wichtig ist. Wir gehen noch mal raus. So, die Motorabdeckung haben wir schon rausgenommen. Und jetzt schauen wir noch mal, ob wir hier vorne ein bisschen reinzoomen können. So geht's schneller. Das ist mir immer noch wichtig, ne, wenn wir hier reinzoomen. Will ich keine Matschtexturen von dem Motor sehen, aber das ist so, soweit ich sehen kann, auch wieder sehr gut angedeutet, der Motor, ne? Diese Lycoming-Motoren. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier einen Vierzylinder oder einen Sechszylinder hat, aber ich gehe hier mal von einem Vierzylinder-Motor aus mit ca. 160 PS. Bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Ja, also das wollte ich nochmal schauen, das sieht ganz gut aus, ne? Also das ist schon ein wunderschönes Modell. Wunderschönes Modell. So. Wir gehen wieder nach innen. Genau, das ist wie gesagt die Cessna von innen. Wir wollten hier nochmal schauen. General Panel. Und hier können wir Enable Dynamic. Genau, und hier können wir jetzt einstellen die verschiedenen Presets. Ich schaue mal. So, kann ich das jetzt wieder rausnehmen? Ne, hier sowas zum Beispiel könnt ihr euch dann einstellen, hier so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ist das so ein Kunststoff oder Holz? Also ich persönlich finde es jetzt nicht so pralle, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ist halt Geschmackssache. Ne? Aber wie gesagt, so verschiedene Sachen könnt ihr euch dann noch einstellen. Ja, ich bräuchte es jetzt so nicht. Wir nehmen mal wieder unser altes. Das ist so meins, was ich halt mag. Ne? Das gefällt mir am besten. So sieht das, finde ich, am schicksten aus hier drinne. Gut, ja, die Cessna von innen, wir nehmen mal das Choke weg. Hier haben wir einen kleinen Mülleimer. Ich hoffe nicht, dass es ein Aschenbecher ist. Keine Ahnung. Naja, mein Gott, ne? Können wir dann aus dem Fenster Aschen gehen auch, mein Gott. Tja, wenn wir hier durchschauen, alles sehr hoher Standard, ne? Sehr gut texturiert. Gefällt mir sehr gut, das Preset. Ihr könnt übrigens auch in den Presets noch ein paar Armaturen austauschen. Das geht auch, ne? Ein bisschen moderner das Ganze halten. Aber ich finde, das hier ist für mich persönlich jetzt ein guter Mix. Ne? Das ist ein guter Mix. So, hier, das sehe ich, das muss auch alles aus sein. Gut, ich würde sagen, wir starten mal das Gerät, fire it up. Und wie gesagt, soundtechnisch wieder absolut mega. Jetzt brauche ich nochmal einen Schluck Kaffee. Habe ich von Surrender noch nicht anders kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Wir schauen, ob alles aus ist. Alles muss aus sein und auch hier schöne Effekte, ne? An dem Schlüsselanhänger, der so leicht vom Wind sich ein bisschen hin und her bewegt, ein bisschen wackelt. Das sind so mini kleine Details, die ich aber auch immer sehr schön finde. Ne? Wir schauen bei den Sicherungen. Nichts ist rausgeploppt. Alles ist aus. Off, off, off. Genau. Das passt auch. Genau, sieht alles eigentlich soweit gut aus. Wir schauen, unser Fuel Switch ist auf Both Tanks.
das ist so in Ordnung. Normalerweise ist der hier hinten und ist aus. Ne? Das ist dann die Off-Stellung. Den können wir schon mal anlassen. Das passt soweit. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon starten. So, Battery on, Alternator machen wir gleich on. Wir nehmen uns das Beacon Light dazu. Ne? Mixture Full Rich. Und die Schatten haben sich auch, ne? Schaut mal hier, wenn ich das bewege, die Schatten unten hier, das hat sich auch extrem verbessert in X-Plane 12, ne? Was sah das früher grässlich aus? Das ist richtig gut geworden. Richtig gut geworden. Ist mir jetzt nur mal so nebenbei aufgefallen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und auch das Flugzeug hier wieder sehr performant, ne, von den FPS. Ne, wenn ihr das so seht hier, Aufnahmeprogramm läuft im Hintergrund auch noch und belastet den Prozessor. Also es hat sich schon einiges getan. Gut, hier habt ihr einen Primer. Den brauchen wir eigentlich bei den Temperaturen nicht. Also hier könnt ihr noch vorprimen. Ich probiere es jetzt einfach mal ohne. Das sollte aber problemlos klappen. So, Mixer for Rich. Beacon Light ist an. Leute sind gewarnt. Hoppla. Clear Prop. Ah, okay. Propeller Area ist frei. So, Propeller läuft. Öldruck ist da. Und die Temperatur muss leicht steigen. Jetzt machen wir mal die Tür zu. Ich weiß nicht, wie laut der Propeller scheppert. Aber ihr habt gehört, soundtechnisch absolute Sahne wieder. Absolute Sahne. Richtig schön. So, Avionics Master Switch kommt on. Wir schalten schon mal unsere Navigationslichter dazu. Pitot Heat mache ich auch schon an. Genau, und jetzt hören wir uns mal den Sound von draußen an. Das wollte ich nämlich nochmal hören. Hammermäßig geil. Das scheppert richtig schön, ne? Das scheppert so richtig schön. So muss das sein. Also soundtechnisch von außen auch wieder der absolute Burnout. Absolute Sahne. Richtig nice. Gut, wir schauen weiter. Was brauchen wir noch? Wir starten mal von der 24, Entschuldigung, von der 26. Einfach mal, um abzuheben. 26. So, das müsste jetzt... Hier, das passt so, genau. Und zum Warmlaufen müssen wir erstmal ein bisschen die Motoren normalerweise so mit circa 1000 Umdrehungen lassen wir jetzt die Motoren warm laufen. Und jetzt seht ihr, gehen auch die Lichter aus, ne? Von der Suction und von der Voltage, also zu geringe Ladespannung. Jetzt haben wir genug Ladespannung und unsere Batterien können von der Lichtmaschine dann geladen werden. Das passt jetzt. Suction ist auch im grünen Bereich. Nicht ganz 1000 Umdrehungen, das passt so. Genau, perfekt. Perfekt. So, was brauchen wir hier? Hier nehmen wir uns mal NAV 1 dazu. ADF nehmen wir dazu. Hier, wie gesagt, könnt ihr dann wieder euren Flugplan einstellen. Ne? Das wisst ihr auch, wie es geht. Ne? Flightplan. Dann sage ich mal beispielsweise, nächster Flugpunkt wäre das RTT hier in Innsbruck. Einmal drücken. Runter. Und jetzt würden wir praktisch das RTT eingeben als ersten Flugpunkt. Vielleicht erkennt das schon. Nee, noch nicht. So, hier, ne? Also RTT, das ist Rattenberg in Österreich. Das wäre jetzt der nächste Flugpunkt. Und anschließend wird man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Zell am See anfliegen. Das wäre dann LOWZ. LOWZ, Zell am See.
hier haben wir Zell am See, ne, so Pi mal Daumen jetzt so ungefähr, ne, und dann nehmen wir uns die Karte so hin und dann würde es halt in die Richtung losgehen. Ja, Sprit haben wir an Bord. Was brauchen wir noch? Funk ist an. Wir machen einen kurzen VfR-Flug, einen Sichtflug und dank eines Kanalabonnenten kam letztens im letzten Video der richtige Hinweis, haben wir 7000, ne, und nicht 1200 für Sichtflug, was ich gedacht habe. Also 7000 ist wo, ich glaube sogar europaweit jetzt so eingeführt. Und also vielen Dank nochmal dafür den Hinweis. Das hatte ich jetzt so auch noch nicht auf dem Schirm. Aber es stimmt, ich habe es auch nochmal nachgelesen. Es ist alles so richtig und der kommt auf Standby. Wir schalten uns hier noch die 24-Stunden-Funktion ein. Das ist unser Autopilot. ADF brauche ich jetzt mal nicht. Hier haben wir unsere Flaps-Anzeige. Die werden wir auch gleich testen. Genau, so. Jetzt sagen wir mal Höhe heute zum Probieren. Einfach mal 8000 Fuß, keine Ahnung. Was brauchen wir noch? Den Q&H müssen wir noch einstellen. Da schaue ich mal auf der Karte. So, wir sind in Innsbruck. Details. So, Altimeter 3000. Müsste das ungefähr so stimmen? Genau, Altimeter, ne? Das müsste passen. Genau. Altimeter 3000. Ja, genau. Hier sind wir ungefähr zu Hause. Das müsste so stimmen. Ja, so ungefähr. Gut, was brauchen wir noch? So, ja genau, was brauchen wir noch? Also, ich habe gerade nochmal nachgelesen, da ich mir jetzt hier ein bisschen unsicher war mit dem Altimeter. Also, wir haben uns ja die Daten hier wirklich aus X-Plane gezogen. Und in letzter Zeit habe ich da immer verschiedene Werte gehabt. Ist aber ganz klar, wir laden ja jetzt uns das reale Wetter runter. Und wir haben ja immer verschiedene Wetterlagen. Und dieses Altimeter, der Luftdruck, richtet sich immer nach dem Wetter hoch. Tiefdruckgebiete, Wetterlagen, das wollte ich jetzt nochmal nachschauen. Wenn sich da einer ein bisschen auskennt, da wäre ich nochmal um Hilfe dankbar. Aber wie gesagt, aufgrund der Wetterlage haben wir das Altimeter jetzt eigentlich richtig eingestellt. Das war mir nochmal wichtig, ne? Gut, das nochmal dazu. Dann nehmen wir uns noch gleich, weil wir gleich starten, das Taxilicht dazu. P2 haben wir an. Beaconlight, Navlight ist an. Strobe brauchen wir noch nicht. Dann würde ich sagen, als nächstes testen wir mal unsere Flaps, ne? Hier haben wir unsere Flaps-Anzeige. Genau, die funktioniert ganz gut. Fahren wir sie mal ganz runter, schauen, ob alles funktioniert. Perfekt. Und ich würde sagen, wir starten mit Flaps 10. Weil wir auf der 26 starten. Ich will da schnell hochkommen. Muss ich jetzt nochmal schauen. 10 Grad, der Flaps. Genau. Ja, so ungefähr passt das schon. Trimmung. Gehen wir leicht auf Nose ab. Ja, das schickt nicht so viel. Habe ich da noch irgendwas vergessen? Ich denke immer, ich habe was vergessen. Ist ja ganz klar, weil ich natürlich nie eine Checkliste zur Hand habe. Weil ich immer denke, ich kann alles. Aber alles gut. Das kriegen wir schon so hin. Soweit passt nämlich alles. Runway Heading ist drin. Flaps haben wir jetzt getestet. Wir testen als nächstes unsere Flight Controls. Die Temperatur vom Öl steigt langsam. Der Öldruck ist auch in Ordnung. Der steigt ja dann mit zunehmender Drehzahl. Und hier habe ich nochmal gesehen, nettes Detail. Das sind wohl die drei Entwickler von Surrender Design, so habe ich es mal verstanden. Ne? Hier hat man mal die Bilder dazu. Also viele Grüße von mir heute mal hier an euch und vielen Dank für die schönen Flugzeuge, die ihr uns hier beschert. Also keep the good work.
Macht weiter so, danke Jungs. So, das wollte ich ihm auf jeden Fall gemacht haben, ne? Gut, als nächstes schauen wir uns mal unsere Flight Controls an. Das machen wir von außen. So. Full up. Full down. Full left. Full right. Rudder left. Rudder right. Jawohl, passt. Und der Motor scheppert so schön. Ich finde das so geil. Ich finde es einfach nur geil. Gut, also Flight Controls full and free. Ich habe mal die Drehzahl kurz zurückgenommen. Fenster ist zu. Lass noch mal ein bisschen Luft rein. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon in Richtung Start-Landebahn schippern. Genau. Wir lösen die Parking Brake. Parking Brake ist released. So, jetzt muss ich mal alles ranholen hier. So, und auf geht's. Ich musste einfach mal leise sein. Ich musste mir einfach mal auch mal diesen geilen Sound anhören. Das ist der Hammer. Es ist einfach der Hammer. Hört euch diesen geilen Sound an. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich feiere das einfach. Gut, hier machen wir noch mal einen kurzen Halt. Wir kümmern uns als erstes. Huch, das war die Trimmung. Das wollte ich jetzt nicht, aber das passt so. Wir kümmern uns jetzt noch mal um die Beleuchtung. Taxi Light off, Landing Light on, Strobe kommt on. Und als nächstes testen wir unsere beiden Zündkreise. Das dürfen wir nicht vergessen. 1700 Umdrehungen, glaube ich, circa. Genau. So, linke Zündkreis. Drehzahl Drop passt, Bose passt. Rechte Zündkreis. Drehzahl dropped, wieder auf Bose passt. Drehzahl stabilisiert sich wieder. Carbon Heat. Drehzahl dropped. Sieht alles gut aus. Sieht gut aus. Freigabe von meiner Seite. Unser Transponder kommt jetzt auf Attitude, ne? Jetzt müsste er hier auch blinken langsam. Oder leuchtet rot auf. Genau so. Ja, dann würde ich sagen, Startfreigabe vom Tower haben wir. Scheppern mal los in Richtung Start-Landebahn und versuchen mal abzuheben. So, aber ein bisschen mitlenken muss ich jetzt. Eigentlich brauche ich nicht ganz bis hinten rausfahren. Wir können locker easy von hier starten. Da brauchen wir jetzt nicht noch hinten drehen. So. Runway 26.
So. Das passt soweit. Wir schließen das Fenster. Sonst haben wir alles, ne? Haben wir an alles gedacht? Ich glaube ja. Sieht ganz gut aus. So, dann scheppern wir mal los. Oh, und wir haben Seidenwinde hier, ich merk's. Ich glaube, mit Pani 60 Knoten können wir dann auch langsam hochziehen. Und da kommt die Maschine schon hoch. Sehr nice, sehr nice. Ja, es ist windig, es ist windig. Sehr schön. Bisschen Trim. Aber wir müssen schon erstmal hochkommen hier. Da können wir dann auch gleich mit dem Gas ein bisschen zurückgehen, dass wir die Motoren nicht gar so beanspruchen, aber das sieht noch gut aus. Ein bisschen was halten sie ja auch aus. Wunderschön, Start in Innsbruck. Schön, schön. Oh, da unten haben wir einen Schnellzug. Sieht aus wie der Rex, der da unten fährt. Ich glaube, Rex heißt der, ne? Diese Bahn in Österreich. Finde ich sehr nice. Schön wäre es, wenn man noch so originale Züge hätte. Das wäre geil. So, Flaps ab. Flaps sind ab und wir machen eine leichte Linkskurve. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe auch noch mal ein bisschen die Grafikeinstellung angepasst hier bei mir. Hoppla, muss ich ein bisschen aufpassen. Grafikeinstellung angepasst. Und zwar kann ich nur auf mittleren Texturen spielen. Bei hohen Texturen reicht mein Grafikspeicher nicht. Von der RX 7600 mit 8 GB. Aber Vegetationsdichte und Renderentfernung konnte ich auf hoch einstellen. Läuft absolut problemlos so. Reicht ja auch. So, fliegen wir mal ein Stück über Innsbruck. Wir gehen mal ein bisschen mit der Drehzahl zurück jetzt. Genau, Drehzahl zurück. Wir bewegen uns im grünen Bereich. Flugzeug ist eigentlich schon sehr gut ausgetrimmt, sehe ich gerade. Können wir gleich auch mal den Autopilot uns ranholen, aber erstmal das Setting. Und dass wir mal ein bisschen rausschauen können. So, wir nehmen uns dazu erstmal das Setting. Und die Höhe möchte ich gerne mal kurz einfangen. Weil wir wollen uns natürlich mal das Innsbruck angucken ein bisschen. Ne? Da sind wir gestartet, Innsbruck. Ich glaube, Innsbruck Kanebitten, irgendwie so heißt der Flugplatz, genau. Sehr schön. Genau, Innsbruck Kanebitten. Hier unten haben wir den nächsten Zug. Ja, Schnellzug sieht aus wie der TGV. Haben die Züge sich denn geändert oder nach dem Update? Gibt es da was Neues? Ich weiß es nicht. Gut. Korrigieren wir mal ein bisschen das Setting. Innsbruck ist eine wunderschöne Stadt. Wunderschön. Nice, nice.
Gut, aber wir wollen uns ja nicht nur Innsbruck anschauen. Das hat nun mal mich jetzt interessiert. Wir wollen natürlich uns auf das Flugzeug konzentrieren. Jawohl, habe ich verstanden. Wir korrigieren mal ein bisschen das Setting. Und wir steigen mal noch ein bisschen hoch hier. Wir machen Vertical Speed von 400, das verkraftet die Cessna. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Mal gucken mit der Geschwindigkeit, die wird jetzt ein bisschen zurückgehen. Drehzahltechnisch können wir noch ein bisschen so in dem Bereich bleiben. Kommt halt auch immer drauf an, was für ein Wetterchen ist, ne? So. Und das ist auch wieder sondertypisch ein Bombensound von außen. Ne? Hört ihr noch das Brummen von dem Motor? Geil. Sehr, sehr geiler Sound. Von jeder Seite. Hammer. Ein wahnsinns bombastischer Sound. Das ist so eine geile Cessna. So gut umgesetzt von Surrender Design. Also das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ne? Also meine ganz persönliche ehrliche Meinung. Die Modelle von den Leuten sind echt top. So, ich brauche Landelicht, kann ich schon mal ausmachen. Der Rest bleibt alles an. Jawohl, so sieht das ganz gut aus. So, Flaps sind fully up. Flaps sind up, genau. Und soweit passt das auch ganz gut. Wir schauen mal auf die Temperaturen. Öltemperatur ist natürlich jetzt, das ist so die Betriebstemperatur hier, ne? So bleibt das immer stehen. Der Druck ist im grünen Bereich. Perfekt. Und dann haben wir hier noch unsere Lean-Anzeige. Von dem Mixture, glaube ich. Das kann man dann oben ein bisschen raus, ein bisschen leaner machen, das Gemisch. Ein bisschen dünner. So. Ein bisschen korrigieren. Geil, geil. Naja, es ist halt auch wieder... Wenn man in den Bergen startet, es sieht einfach schweinegeil aus. Schaut euch das mal an. Jetzt müsst ihr euch wirklich mal vorstellen, wenn wir mal... lasst uns doch mal jetzt mal 6 Jahre weiterschauen. Oder 8 Jahre. Wie soll dann in Gottes Namen ein Flugsimulator aussehen? Man sieht keinen Unterschied mehr. Ein Traum für mich wäre auch noch mal mit Brille, mit 3D-Brille zu fliegen. Aber da reicht meine Grafikkarte bei Weitem nicht aus. Das wird wahrscheinlich nur ein Traum bleiben. Ach, ist das schön. Ist das schön. So. Ja, Autopilot. Wir steigen. Den können wir jetzt einstellen. Sagen wir wollen auf 5000 Fuß. Was haben wir denn? Ah, da ist immer gleich angekommen, glaube ich. Dann müsste er eigentlich gleich mal schauen, ob er es macht. Ja. Müsste er uns gleich die Höhe einfangen. Bleibt mal hier mal auf 5000 Fuß. Ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen Gegenwind, ne? Also... Es scheppert schon ganz schön heute hier oben. Windtechnisch. So, haben wir denn sonst alles? Ja, sonst ist, glaube ich, alles gemacht. Suction ist im grünen Bereich. Das sieht ganz gut aus.
So, da können wir mit der Drehzahl etwas zurückgehen. Ich halte die Maschine immer so in der Mitte von dem grünen Bereich, so Pi mal Daumen. Und dann kann man, wie gesagt, das Gemisch noch ein bisschen. Bisschen leaner können wir es machen, aber nicht zu lean. Ne, dann seht ihr, was passiert hier. So sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Genau. Ja, funktioniert alles so, wie es soll. Perfekt. Ihr müsst mir nachsehen, diese ganzen Stall-Effekte und so, ob das Flugzeug richtig reagiert, die führe ich persönlich nicht durch, weil mir dazu einfach das Wissen fehlt, ob das so richtig ist oder nicht. Ob das dem Flugzeug nahe kommt oder nicht, ich bin kein Pilot. Deswegen traue ich mich da an die Geschichten auch gar nicht so ran. Ne? Ich habe immer Spaß dran, wenn ich mir die Flugzeuge mal so anschaue. So gefällt mir das ganz gut. Ja, Leute, das ist die Cessna 172M. Wir sind gestartet in Innsbruck, fliegen jetzt Richtung Zell am See. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Flugzeug bekommt von mir eine klare Empfehlung. Vor allen Dingen müsst ihr immer mal schauen, wie die mal im Angebot sind, dass ihr mal ein Schnäppchen schießen könnt. Das Flugzeug bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Es hat auf jeden Fall mein 2XL Gaming Seal. Es ist nichts, wovor ihr euch fürchten müsstet. Also, hiermit könnt ihr echt nichts falsch machen. Ja, ich verabschiede mich mit den letzten Bildern hier bei dem schönen Wetter. Wünsche euch allzeit guten Flug, euer 2XL Gaming.